Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrtes Präsidium unserer Akademie, hohe Festversammlung hier im Saal und online. Es ist für mich eine große Ehre und große Freude zugleich, auf der Festversammlung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften einen Vortrag halten zu dürfen. Noch dazu den ersten in diesem wunderschönen Saal nach einer so langen Pause. In meinem Vortrag möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf eine Forschung lenken, die hier in Wien in der Arbeitsgruppe meines Wegweisers und Mentors, Professor Arnold Schmidt, vor vielen Jahren ihren Anfang genommen hat, um Jahrzehnte später Perspektiven für Anwendungen zu eröffnen, die eines Tages uns allen zugutekommen könnten. Aufbauend auf die grundlegenden Konzepte, die um die Jahrtausendwende hier in Wien geboren wurden, bemüht sich unser Team am Max-Planck-Institut für Quantenoptik und an der Ludwig-Maximilian-Universität in München sowie mittlerweile auch am neu gegründeten Zentrum Center for Molecular Fingerprinting in Budapest, um mit schnellsten Messtechniken Elektronenbewegungen auf die Spur zu kommen und diese Fähigkeit auch in den Dienst der Medizin zu stellen. Für jemanden, der in einem Land mit Planwirtschaft aufgewachsen ist, fühlt es sich besonders wohltuend an, dass die Folgen neuester Erkenntnisse aus der Grundlagenforschung kaum vorhersehbar, geschweige denn planbar sind. So konnten wir auch nicht vorhersehen, dass die Messverfahren, die wir ursprünglich vor vielen Jahren zur Erforschung der schnellsten Bewegungen im Mikrokosmos, der Bewegung der Elektronen entwickelt haben, eines Tages die Chance bieten, einen Beitrag dazu zu leisten, unsere Gesundheit vielleicht besser schützen zu können. Mein Vortrag ist auch ein Plädoyer gegen eine Grenzziehung zwischen Grundlagenforschung und angewandter Forschung. Zur Einleitung ein paar Worte über die Hauptakteure der kommenden Minuten. Elektronen, wie Sie alle wissen, sind elektrisch geladene Elementarteilchen, die den Atomkern umkreisen. Im Gegensatz zu Planetenbewegung um die Sonne erlauben uns die Gesetze der Physik, in diesem Falle die Gesetze der Quantenphysik, allerdings nicht, diese Bahnen zu bestimmen. Nur die Wahrscheinlichkeit, mit welcher ein Elektron sich an irgendeiner Stelle in einem Atom oder Molekül befindet, kann man voraussagen und ist experimentell zugänglich. Die räumliche Verteilung dieser Wahrscheinlichkeit können wir am einfachsten mit einer Wolke, hier mit dieser grünen Wolke, vergegenwärtigen. Für unser Leben die wichtigste Funktion der Elektronen ist, Atome zueinander zu binden, um die funktionellen Bausteine von jedem Lebewesen, die Moleküle, zu bilden. Wie hier an diesem Beispiel eines Wassermoleküls dargestellt. Die Bewegung der Elektronen manifestiert sich in der Verformung dieser grünen Wolke. Bei der Bildung dieses Moleküls führt die Verformung der ursprünglich kugelförmigen Elektronenwolke im Sauerstoff- und Wasserstoffatom zu der chemischen Bindung dieser beiden Atome und formt dadurch das Molekül. Bereits die Bewegung ganzer Atome, die hier stattfindet, spielt sich unvorstellbar schnell statt. Die Bewegung der Elektronen ist allerdings noch einmal in etwa 1000-mal schneller, bedingt durch die über 1000-fach
leichtere Masse der Elektronen im Vergleich von ganzen Atomen. Ein Beispiel für diese ultraschnellen Elektronenbewegungen ist etwa die Elektronenmigration in biologischen Molekülen, wie hier in dieser Animation dargestellt. Diese fundamentalen Elektronenvorgänge spielen sich auf einer Attosekundenzeitskala ab. Eine Attosekunde ist ein Nanoteil von einer Nanosekunde, das heißt milliardenfach kürzer als die Zeiteinheit der modernen digitalen Elektronik. Diese atomaren Elektronenbewegungen haben weitreichende Konsequenzen. Sie sind unter anderem für die Herstellung, für die Erzeugung von Licht zuständig. Daher ist es nicht verwunderlich, dass diese Lichtwellen dann auch so schnell schwingen. Aber bevor ich dazu komme, wollte ich Ihnen noch kurz erklären, wie man diese schnellen Bewegungen abblitzt. Wie auch bei makroskopischen Objekten, die sich schnell bewegen, müssen wir die Bewegung in Momentbildern festhalten. Diese Momentbilder brauchen eine entsprechend schnelle, kurze Belichtungszeit, die sicherstellt, dass während der Belichtung die Bewegung eingefroren wird. Nachdem die Elektronen sich innerhalb von Attosekunden ihre Verteilung verändern, muss man hier zur Belichtung Attosekunden kurze Blitze verwenden. Das sind die Attosekunden Lichtblitze, die seit ungefähr 20 Jahren für diesen Zweck eingesetzt werden können. Die Momentaufnahmen in diesem Fall kommen nicht, leider noch nicht, in diese tatsächlichen Bildern, wie hier dargestellt, sondern vielmehr in Form von Energieverteilungen der durch die Probe transmittierten UV, ultravioletten Photonen, oder aber durch die Elektronen, die durch diese kurzen Attosekundenblitze aus den Atomen katapultiert werden. Aus diesen Momentbildern können wir dann die Bewegung rekonstruieren und wie Sie hier sehen, mit einer billiardenfachen Zeitdehnung in Zeitlupe wiedergeben. Diese Bewegungen, wie vorhin kurz schon erwähnt, sind unter anderem auch dafür verantwortlich, solche oszillierende Elektronenbewegungen in Atomen oder Molekülen, um Licht auszustrahlen. Folglich erfolgt die Schwingung des elektrischen und magnetischen Feldes von Lichtwellen auch auf einer Attosekundenzeitskala. Hier haben wir nur das elektrische Feld einer solchen Lichtwelle, von einer pulsartigen Lichtwelle dargestellt. Die Halbperiode einer solchen Welle im Falle von rotem Licht beträgt in etwa 1000 Attosekunden. Das ist ein sehr wichtiges Parameter für die Charakterisierung von Licht, was Sie auch daran sehen, wenn wir diese Schwingungshalbperiode auch nur ein bisschen verändern, von 1000 Attosekunden auf 750 Attosekunden, wandeln wir rotes Licht in violettes, blaues, violettes Licht um. So wenig Veränderung in der Schwingungsperiode von Licht reicht dazu aus, um für unser Wahrnehmung das ganz anders erscheinen zu lassen. Leider, unser Sehvermögen ist mit einem sehr schmalen Bereich, also kann nur in einem sehr schmalen Bereich diese Lichtwellen direkt über unser Sehvermögen detektieren. Sehr schnell, wenn wir diese Periodendauer auch nur halbieren, sind wir schon im Bereich der ultravioletten Lichtwellen. Und wenn wir das noch weiter Richtung 100 Attosekunden und weiter verkürzen, schreiten wir vor ins extrem Ultraviolette und irgendwann zu den Röntgenwellen. Daran sehen Sie auch, warum wir zur Erzeugung von Attosekundenblitzen eigentlich ultraviolettes oder sogar extrem ultraviolette Strahlung brauchen. Weil bei sichtbarem Licht, wie bei diesem roten Licht, eine Schwingungsperiode gar nicht in diesen Attosekundenblitz passen würde. Ja, ist einfach zu lang.
Man muss diese Schwingungsperiode kürzer machen, um einen Attosekundenblitz erzeugen zu können. Deswegen mussten wir dabei auf ultraviolette und extrem ultraviolette Strahlung zurückgreifen. Wenn wir diese Perioden in die andere Richtung verändern, Richtung längere, also größere Werte, mehrere tausend Attosekunden, Halbperiode, kommen wir in den Bereich der sogenannten Infrarotwellen. Die können wir zwar nicht mehr sehen, können diese aber durchaus spüren über einen anderen Weg. Wenn diese Infrarotwellen auf unseren Körper eingestrahlt werden, bringen sie Moleküle in Schwingung und das wärmt unseren Körper auf. Das heißt, wir können diese auch durchaus detektieren, aber über einen anderen Weg. Nicht direkt sehen, sondern spüren durch die Wärmeentwicklung. Wahrnehmung zugrunde liegende mikroskopische Prozess wird eine ganz wichtige Rolle spielen im zweiten Teil meines Vortrages. Diese Fähigkeit, Lichtwellen tatsächlich jetzt sichtbar zu machen, konnten wir dank der Attosekundentechnik auch entwickeln. Denn diese Attosekundenblitze sind kurz genug, um diese Wellen auch abzutasten. Das heißt, sie sind nicht nur geeignet dafür, Elektronenbewegungen sichtbar zu machen, sie können auch Lichtwellen abtasten, die Schwingungen von Lichtwellen abtasten. Diese rote Kurve, die Sie vorhin gesehen haben, zeigt das elektrische Feld der allerersten Lichtwelle, die der menschlichen Beobachtung zugeführt worden ist. Die Messung fand im Jahre 2004 in einem Kellerlabor der Technischen Universität Wien statt und ziert seit einigen Jahren das Deckblatt von einem großen Physik-Nachschlagewerkes des deutschen Sprachraums. Diese Fähigkeit, Lichtwellen abzutasten, hat den Weg zu bisher nie dagewesenen Einblicken in die Veränderung der molekularen Zusammensetzung von biologischen, biomedizinisch relevanten Proben geebnet. Die Grundlage dafür bietet die sogenannte Infrarotspektroskopie. Wie Sie vorhin gehört haben, Infrarotstrahlung ist auch Licht. Licht mit etwas längere Schwingungsperiode als sichtbares Licht, als wir direkt sehen können. Solche Infrarotstrahlung wird hier eingesetzt. Die Probe, die man untersuchen will, durchleuchtet man kontinuierlich in der konventionellen, jahrzehntealten Ausführung dieser Technik, wird die Probe kontinuierlich von einer breitbandigen Infrarotquelle durchleuchtet. Und die transmittierte Welle wird hinter der Probe spektral analysiert. Die Strahlung wird in der einfachsten Ausführung durch ein elektrisch geheiztes Metallstück, ein sogenanntes Globa, ausgesendet. Mittlerweile kommen auch viel brillantere, aber gleichzeitig auch schmalbandigere Quellen, sogenannte Quantenkaskadenlaser, zum Einsatz. Von diesen Quellen braucht man eine ganze Zahl, um den relevanten Spektralbereich von einigen hundert bis einigen tausend Wellenzyklen pro Zentimeter abdecken zu können. Die Anzahl von den Wellenzyklen pro Zentimeter, die sogenannte Wellenzahl, bestimmt, wie lang die Wellenlänge der Lichtwelle ist. Eine Wellenzahl von 1000 entspricht einer Lichtwellenlänge von 10 Mikrometer. Wenn diese Lichtwellen, diese Infrarotlichtwellen auf die molekulare Probe einwirken, bringen sie bei ausgewählten spezifischen Frequenzen zum Schwingen. Die
selektive Absorption der Infrarotstrahlung führt zu Absorptionslinien im Spektrum der transmittierten Strahlung. Die Position dieser Absorptionslinien ist spezifisch für die chemischen Bindungen, die die Moleküle beinhalten. Die ihre Tiefe liefert Information über die Konzentration der Moleküle. Und die Gesamtheit dieser Absorptionslinien, der sogenannte infrarotmolekulare Fingerprint, gibt Auskunft über die molekulare Zusammensetzung der Probe. So oft sich diese Zusammensetzung verändert, verändert sich die Gesamtheit dieser Absorptionslinien, verändert sich der infrarote molekulare Fingerprint der Probe. Soweit das Konzept. Für praktische Anwendungen ist die zentrale Frage, wie stark sich dieser molekulare Fingerabdruck, dieser Infrarot-Fingerabdruck verändern muss, um die Veränderung detektieren zu können. Je kleinere Veränderungen wir messen wollen, oder je kleinere Veränderung des molekularen Fingerabdrucks wir messen können, umso kleinere Konzentrationsänderungen der molekularen Bestandteile können wir nachweisen. Wie Sie hier gesehen haben, ich muss da vielleicht doch, ich habe ein bisschen zu früh dieses Video gestartet, will ich Ihnen gerne noch einmal vor Augen führen, weil das doch sehr wichtig ist. Die Empfindlichkeit, mit welcher wir Veränderungen in den Absorptionslinien und dadurch in diesem infrarotmolekularen Fingerabdruck messen können, begrenzt die Fluktuation der Intensität dieser Quelle. Dies haben wir hier mit diesem weißen Streifen dargestellt. Je kleiner die Konzentration der Moleküle, umso kleiner die Absorptionslinie und irgendwann verschwindet diese Absorptionslinie in diesem Rauschen. Das ist die Grenze, wie weit wir die Konzentration reduzieren können und das gerade noch sehen. Offensichtlich durch diese immer vorhandene Intensitätsrauschen von jegliche Lichtquelle und daher auch diese Infrarotquellen, die hier zum Einsatz kommen, kann die Methode Moleküle bei niedriger Konzentration kaum sehen. Jedenfalls, wenn die Beleuchtung der Probe kontinuierlich erfolgt. Fundamental anders ist es, wenn wir einen ultrakurzen Infrarot Lichtblitz zum Durchleuchten der Probe verwenden. Diese bringt die Moleküle schlagartig und hochsynchronisiert zum Schwingen. Daraufhin senden sie ihrerseits auch Infrarotwellen hinter der Anregung aus. Diese Infrarotwellen liefern dieselbe spezifische Information über die molekulare Zusammensetzung der Probe, wie vorhin die Absorptionslinien in der herkömmlichen frequenzaufgelösten Spektroskopie. Mit einem wesentlichen Unterschied. Bei der herkömmlichen Spektroskopie kommt dieses schwache molekulare Signal der starken Anregung überlagert. Hier kommt das zeitlich getrennt hinter der ultrakurzen schlagartigen Anregung. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit mit einer entsprechenden Technik, und das ist unsere Attosekundenmesstechnik, dieses molekulare Signal nach der Anregung, das heißt frei von jeglichem störenden Untergrund, daher sehr empfindlich abzutasten. Das ist das eigentlich Neue
bei dieser Technik im Vergleich zur herkömmlichen Infrarotspektroskopie. Dank der Abwesenheit eines störenden Untergrundes kann dieses sogenannte feldaufgelöste molekulare Fingerprint sehr empfindlich gemessen werden und nährt die Hoffnung, dass man damit viel kleinere Konzentrationsänderungen von Molekülen nachweisen kann. Diese Hoffnung konnten wir tatsächlich in einem Vergleichsexperiment bestätigen, verifizieren. Gegenüber der 8 Mikrogramm pro Milliliter Mindestkonzentration eines organischen Moleküls in Wasser, die mit herkömmlicher Spektroskopie gerade noch nachweisbar war, konnten wir mit der neuen impulsartig angeregten Spektroskopie, feldaufgelösten Spektroskopie von impulsartig angeregten Molekülen diese Detektionsgrenze bereits in einem ersten Proof-of-Principle-Experiment auf 200 Nanogramm pro Milliliter verkleinern. Das ist insofern sehr erfreulich, als diese neue Technik noch in den Kinderschuhen steckt. Eine Weiterentwicklung lässt hier durchaus den Vorstoß in den unteren Nanogramm pro Milliliter Konzentrationsbereich erwarten. Das ist für die Medizin außerordentlich wichtig. Viele bekannte Biomarkers im Blut, wie auch vermutlich eine noch größere Zahl von bisher unbekannten Biomarkers, befinden sich in diesem Konzentrationsbereich. Die simultane Detektion von verschiedenartigen Molekülen, der Konzentrationsänderung von verschiedenartigen Molekülen, etwa im menschlichen Blut, wie Proteine, Lipide, Kohlenhydrate, alles in einer Messung zugänglich, eröffnet die Perspektive für die Detektion von Krankheiten und dadurch für die Verfolgung, Überwachung des Gesundheitszustandes. Dieser Möglichkeit wollten wir näher nachgehen. Für eine erste Pilotstudie haben meine Kollegin Michaela Schickmann und ihr Team zusammen mit Professor Beer und Kollegen von der LMU-Klinik für Pulmologie Blutsera von Krebspatienten, Lungenkrebspatienten und Kontrollpatienten herangezogen. Die Kontrollpatienten sind mit einem gutartigen Tumor in ihrer Lunge und anderen Lungenkrankheiten wie COPD ausgesucht worden. Dieser Vergleich mit Lungenkrebs ist medizinisch hochrelevant, weil diese Lungenkrankheiten oft auch ähnliche Symptome aufweisen. Im Hintergrund sehen Sie hier grau dargestellt das elektrische Feld des anregenden Infrarotimpulses, mit dem wir die Blutproben durchleuchtet haben. Die rote Kurve zeigt das elektrische Feld hinter der Probe, nach Durchgang der Probe. Sie sehen, dass das sehr stark abgeschwächt ist durch Wasser. Wasser absorbiert in diesem Wellenlängenbereich sehr stark und, wie Sie wissen, eine Blutprobe besteht zu überwiegendem Teil aus Wasser. Hinter dieser roten Linie verbergen sich die feldaufgelösten Infrarot-Fingerabdrücke von 64 Krebspatienten und 96 Kontrollprobanden. Keine von dieser ist hier sichtbar. Ein Zoom zunächst einmal auf den Zeitbereich der Anregung fördert diese Kurvenschar, diese Schar von Fingerabdrücken zwar zutage, aber zunächst einmal noch keine nennenswerte Unterschiede zwischen den roten
Fingerabdrücken, rot angezeigten Fingerabdrücken der Krebspatienten und der blau angezeigten Fingerabdrücken der Kontrollprobanden. Erst ein Zoom in einen späteren Zeitbereich, deutlich hinter der Anregung, fördert deutliche Unterschiede zwischen den beiden Gruppen zutage. In einem Zeitbereich, wo die Anregung, starke Anregung schon abgeklungen ist und deswegen können wir rein das molekulare Signal detektieren. Und schon sehen wir deutlich klarer, was wir eigentlich sehen wollen. Mögliche Unterschiede, die durch die Krebserkrankung verursacht sind, diese treten hier tatsächlich zutage. Diese Unterschiede können wir jetzt dazu nutzen, mit einem Teil der Fingerabdrücken, der gemessenen Fingerabdrücken, einen Algorithmus zu trainieren, der anschließend unter den verbleibenden Testproben Krebspatienten von Kontrollprobanden voneinander trennen soll. Die Fläche unter dieser falsch positiv versus korrekt positiv Kurve, die sogenannte Area under the Curve, AUC, von 0,84% vermittelt, dass wir mit einer Verlässlichkeit von über 80% in der Lage sind, dank diesen Unterschieden Krebsproben von Kontrollproben voneinander zu unterscheiden. Konkret heißt das, dass die Methode bereits in diesem anfänglichen Entwicklungsstadium in der Lage ist, nicht kleinzellige Bronchialkarzinom mit einer Empfindlichkeit von über 80% zu detektieren, allerdings leider noch mit einem sicherlich indiskutablen schlechten Falsch-Positiv-Rate von 28%. Das muss natürlich noch viel, viel besser werden. Wir haben aber auch die Hoffnung, dass mit der Verbesserung der Methode das auch möglich sein wird. Mittlerweile ist diese Pilotstudie auch auf andere Krebsarten, andere häufig auftretende Krebsarten ausgeweitet worden, namentlich Brustkrebs, Prostatakrebs und Blasenkrebs. Und in allen Fällen konnten wir deutliche Signaturen der Krankheit in den Infrarot-Fingerabdrücken der Patienten entdecken. Dank der Langzeitstudie CORA des Münchner Helmholtz-Zentrums durfte unser Team unlängst weitere 2200 Blutproben analysieren. Die Infrarot-Fingerabdrücke der Studienteilnehmer erlaubten eine Klassifizierung, eine ganze Reihe von Volkskrankheiten mit zumindest hoffnungsversprechenden AUC-Werten. Die spektrale Analyse dieses Signale hat gezeigt, dass die untersuchten Krankheiten deutlich unterschiedliche Infrarotsignaturen aufweisen. Diese Krankheiten sind so häufig, dass sie in erheblicher Zeit auch unter den Kontrollprobanden unserer eigenen Krebsstudie vorkamen. Dies ermöglichte erstmals den Vergleich, die Gegenüberstellung der Infrarotfingerabdrücke von Krankheiten in zwei völlig unabhängigen Kohorten. Die Ähnlichkeit der aus diesen beiden unabhängigen Studien ausgewerteten Infrarotfingerabdrücke deutet auf robuste Signaturen, robuste Infrarotsignaturen dieser Krankheiten in unserem Blut hin. Aber wenn diese Signaturen so robust sind, dann wieso erlauben sie uns nicht eine deutlich verlässlichere Detektion dieser Krankheiten? Die Antwort
liefert die leider allgegenwärtige biologische Variabilität. Diese grauen Felder, die Sie hier sehen, markieren die Streuung der Infrarot-Fingerabdrücke der gesunden Kontrollprobanden, mit denen die jeweilige Krankheit verglichen wurde. Die Streuung der Infrarot-Fingerabdrücke der gesunden Kontrollprobanden in Abhängigkeit der Frequenz. Diese, wie Sie sehen, sind vergleichbar mit den Signaturen der zu detektierenden Krankheit und sogar in manchen Frequenzbereichen übersteigen sie sehr erheblich. Eine Verringerung dieser biologischen Variabilität würde eine frühere und verlässlichere Detektion der Krankheiten ermöglichen. Aber wie könnten wir diese biologische Variabilität reduzieren? Vielleicht indem der Fingerabdruck eines jeden gar nicht mit, oder die Blutprobe, generell gesagt, vielleicht indem die Blutprobe eines jeden gar nicht mit denen von anderen, sondern nur mit seiner eigenen früher entnommenen Blutprobe verglichen wird? Diese Frage wollten wir näher nachgehen und zu diesem Zweck haben wir eine kleine Longitudinalstudie durchgeführt, in der wir 31 gesunde Menschen dazu gewinnen konnten, zunächst über 7 Wochen lang 10 bis 15 Mal ihr Blut im Interesse der Wissenschaft zu spendieren. Wir haben ihre Blutproben dann ausgewertet, die Infrarot-Fingerabdrücke jeder einzelnen Blutprobe gemessen. Für eine vereinfachte Analyse haben wir hier die beiden Hauptkomponenten dieser Fingerabdrücke die für die größten Unterschiede unter den Probanden zuständig waren, in einem zweidimensionalen Plot dargestellt. Wie Sie sehen, wie es offensichtlich ist, die Variabilität dieser Fingerabdrücke für jede einzelne Person über die Zeit ist ungleich kleiner als die Variabilität dieses Fingerabdrucks in der ganzen gesunden Gruppe. Dies legt einen sehr schmalen, persönlichen Normalbereich für diesen Infrarot-Fingerabdruck nahe. Um dies vielleicht noch besser vor Augen zu führen, haben wir auch einen einzelnen Marker ausgewertet. Aber bevor ich dazu komme, hier noch ein Hinweis, dass wir die Stabilität des Fingerabdrucks auch über eine längere Zeitskala geprüft haben, nach einem halben Jahr. Und wie diese Kreuze zeigen, die sind immer noch sehr, sehr nahe zu den ursprünglichen Feldern. Das heißt, die Fingerabdrücke sind sogar über längere Periode, über ein halbes Jahr und vermutlich auch darüber hinaus, solange man gesund ist, stabil. Das heißt, wahrscheinlich haben wir hier mit Fingerabdrücken zu tun, die einen sehr schmalen Normalbereich haben, sehr viel schmäler als der Normalbereich für die ganze gesunde Population. Um dies vielleicht etwas noch besser vor Augen zu führen, haben wir einen einzelnen Marker ausgewertet. In unserem Beispiel ist das das Verhältnis der molekularen Signale bei 2 benachbarten Wellenzahlen. Ein solcher Marker liefert im Gegensatz zur gängigen Labormedizin nicht die Konzentration eines Moleküls, sondern vielmehr Informationen über eine Klasse von Molekülen, in denen bestimmte chemische Bindungen vorkommen. Wie es hier auch offensichtlich ist, ist die Schwankung dieses Markers innerhalb der einzelnen Personen um ein Vielfaches kleiner, diese Personal Baselines sind um ein Vielfaches kleiner als die Streuung dieses Markers in der ganzen gesunden Gruppe, in der ganzen Gruppe von gesunden Menschen.
Dank der vorhin gezeigten Stabilität des gesamten Fingerabdrucks können wir eine ganze Vielzahl von solchen stabilen Markern aus dem Fingerabdruck auswerten. Nennen wir diese stabilen Marker als ein Wellnessmarker und verfolgen wir die zeitliche Entwicklung dieses Wellnessmarkers über der Zeit. In unserem Beispiel verlässt dieser Wellnessmarker den Normalbereich der gesunden Population 3 Jahre, nachdem er aus dem persönlichen Normalbereich getreten ist. Die Kenntnis des persönlichen Normalbereiches des Infrarot-Fingerprints würde in diesem Beispiel daher 3 Jahre früher eine erste Indikation für eine entstehende Krankheit liefern. Wie Sie sicher wissen, das kann Leben retten oder kann zumindest Leben verlängern. Die Bedeutung der zeitlichen Verfolgung des Gesundheitszustandes für eine künftige präventive personalisierte Medizin haben andere vor uns erkannt. Pioniere der Systembiologie wie etwa Michael Snyder von Stanford University oder Leroy Hood, Nathan Price vom Institute for Systems Biology in Seattle erforschen seit Jahren eine Vielzahl molekularer Parameter zur Etablierung eines sogenannten Goldstandards für die Gesundheit, um den Übergang aus diesem präzise definierten gesunden Zustand in einen abnormalen physiologischen Zustand ehestmöglich zu detektieren, ehestmöglich überhaupt erfassen zu können. Trotz aller atemberaubenden Fortschritte, die die Forschung von diesen und auch anderen Gruppen, wie hier zum Beispiel Aaron Segal von Weizmann Institute of Science in Israel, hervorgebracht hat, ist die zeitliche Verfolgung einer Vielzahl von molekularen Parametern für Screening-Zwecke derzeit leider viel zu zeit- und kostenintensiv. Für ein Vorsorgeprogramm für die gesamte Bevölkerung bräuchten wir idealerweise in einem Schritt Zugang zu allen Klassen von Molekülen im Blut, in unserem Blutkreislauf, und das mit hoher Empfindlichkeit sowie mit hoher Zeit- und Kosteneffizienz. Vielleicht kann dies eines Tages feldaufgelöstes molekulares Fingerprinting gewährleisten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.